Es fehlt der ökonomische Sachverstand, sagt Albrecht Müller. Das Hauptproblem, die mangelnde Qualität der führenden Leute in Politik und Medien. Das ist ein harter Vorwurf, aber dafür ist ja Albrecht Müller von den Nachdenkseiten bekannt. Schönen guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, guten Morgen. Da teilen Sie ja ganz schön aus. Sie sagen also, es fehlt in Deutschland der ökonomische Sachverstand nicht nur bei der Politik, sondern auch bei den Medien. Und wenn man sich dann mal über den Euroraum, über die Krisensituation unterhält und die Medien verfolgt, dann denkt man ja mal, ja, die Südländer sind das Problem. Aber nicht nur Sie sagen, dass ja Deutschland eigentlich das Problem ist und es liegt angeblich am Exportchauvinismus, am Exportüberschuss. Wie können Sie uns das denn erklären? Also, dass Menschen, die zu einem Volk gehören, stolz sind darauf, dass dieses Land wie Deutschland Exportüberschüsse hat, ist etwas, was man vielleicht im nationalen Gefühl liegend erklären kann. Aber dahinter steckt halt ein wirklich großes ökonomisches Missverständnis. Und das muss man erstmal verstehen. Es gibt zwei Ansätze meiner Kritik. Das erste ist, dass ich sage, Exportüberschuss bedeutet, dass man mehr Waren nach draußen exportiert hat, als man importiert. Und wenn man jetzt, wie wir als Ökonomen gelernt haben, nicht jeder hat es gelernt hat, in sogenannten güterwirtschaftlichen Größen oder auf Englisch gesagt in Real Terms zu denken, dann weiß man, dass das ja kein Gewinn ist, sondern dass man unter seinen Verhältnissen lebt. Wir verschenken für 200 Milliarden jetzt in diesem laufenden Jahr vermutlich, oder IFO meint 230 Milliarden, Güter nach draußen und dafür erwerben wir Forderungen. Das ist etwas, was man erstmal verstehen muss. Und die Ökonomen hätten eigentlich die Pflicht, den Menschen das zu erläutern, statt auf diesen Fehlglauben, diesen Irrglauben draufzusteigen, was sie tun. Das müssen Sie mir noch mal ganz kurz erklären, wieso wir, wenn wir exportieren, also wenn dort die deutsche Wirtschaft exportiert, damit 200 Milliarden verschenken. Also, Sie müssen sich vorstellen, wir kombinieren hier bei uns Arbeitskräfte und Maschinen und Fabrikanlagen, produzieren damit Autos. Und diese Autos werden nach draußen transportiert. Und von dort beziehen wir Vorprodukte, Rohstoffe, aber auch fertige Produkte aus dem Ausland. Nur wenn man am Jahresende einen Schlussstrich zieht, dann haben wir für 200 Milliarden mehr Güter. Sie müssen sich konkret stofflich vorstellen, 200 Milliarden mehr Güter exportiert als importiert. Mhm. Und dafür erwerben wir von den dortigen Importeuren, also von den Ausländern, erwerben wir Forderungen. Wir haben also mehr geleistet, als wir bekommen haben. Und die Differenz wird angeschrieben sozusagen, ja, mit 200 Milliarden Forderungen von uns an die USA, an Frankreich und so weiter, alle die Leistungsbilanzdefizite haben. Und das ist jetzt mal real betrachtet, ist es ja kein Gewinn, sondern ein Verlust. Man hat ja mehr geschafft, als man dafür bekommen hat. Und das muss man erstmal verstehen. Und dann verliert man die ganze Lust, stolz zu sein darauf, dass man Exportüberschuss hat. Sondern man weiß dann, man ist ökonomisch betrachtet ein Trottel. Das heißt, wenn andere Schulden bei einem haben, hat man nicht unbedingt viel davon, wenn man sie nicht zurückbekommt. Richtig, das ist es. Oder wenn sie abgewertet werden. Denken Sie dran, zum Beispiel, dass jetzt der Dollar gestiegen ist, jetzt im Euro. Alle unsere Forderungen an die USA sind weniger wert, als es vorher war. Das heißt, man verliert dabei auch wirklich real am Ende. Jetzt das zweite Problem, und das ist nun wirklich ernst in Europa. Wir haben diesen gemeinsamen Euroraum geschaffen. Ich gehöre zu denen, trotz aller Kritikfähigkeit und allem Kritikwillen, die diesen Euroraum für richtig halten. Also die Tatsache, dass wir diese gemeinsame Eurozone und die Vereinigung dieser Völker geschaffen haben, halte ich für richtig. Aber ein solcher gemeinsamer Währungsraum kann nur überleben, wenn die einzelnen Volkswirtschaften im Zeitablauf, in einer mittleren Frist darauf schauen, dass Exportüberschüsse oder muss man genauer sagen Leistungsbilanzüberschüsse und Leistungsbilanzdefizite sich angleichen. Also ein Land kann nicht auf Dauer, wie wir jetzt 15 Jahre lang, Leistungsbilanzüberschüsse haben und dann am Ende 2000 Milliarden, nämlich 2 Billionen Exportüberschüsse ansammeln und die anderen haben Defizite und haben die angesammelt. Das heißt, die haben Schulden an uns. Ja?
Das geht auf Dauer nicht in einem solchen Währungsraum. Das sage ich nicht erst heute. Das sagt mein Freund Heiner Flassbeck, ein guter Ökonom, nicht erst heute. Wir schreiben das seit 20 Jahren, seit 15 Jahren, dass eine Währungsunion nur funktionieren kann, wenn dieser Ausgleich auf mittlere Frist möglich ist. Das heißt konkret, wir müssen höhere Löhne, wir dürfen höhere Löhne hinnehmen. Es muss bei uns mehr an Lohn gezahlt werden und in Griechenland oder Portugal müssen die Löhne einigermaßen stabil bleiben und dann schafft man auf eine mittlere Frist diesen Ausgleich. Das ist der einzige Weg, den wir gehen können und gehen müssen. Alles andere wie Schuldenschnitt und so weiter ist was zusätzlich, was dazukommen kann, aber was gar nicht unbedingt dazukommen muss. Entscheidend ist, dass wir diese Länder, wir heißt die gesamte Eurozone, dass wir diese Länder exportfähig machen. Die müssen ihre Schulden bezahlen können und ihre Schulden können sie nur bezahlen, wenn sie produzieren. Die kommen nicht vom Himmel geflogen, die kommen nicht aus der Luft, sondern die müssen, wenn man Schulden bezahlen will, muss man das erarbeiten. Dann muss man aber Produktionsmöglichkeit haben, Dienstleistungsmöglichkeit, also Tourismus, aber nicht nur das im Falle Griechenlands. Die haben ja auch mal eine ordentliche Produktion gehabt. Mhm. Und dann können sie mit der Zeit diese Schulden zurückzahlen. Und das muss das Anliegen in einem gemeinsamen Währungsraum sein. Wenn ich mir die deutsche Debatte in den Medien anschaue, dann ist man von Austeritätspolitik, von Sparpolitik die Rede, dass die Südländer sparen müssen. Geht das denn überhaupt zusammen, wenn die ihre Schulden zurückzahlen sollen oder überhaupt auf die Beine kommen sollen und gleichzeitig sparen, das ist doch ein Widerspruch, ja, oder? An diesem Beispiel sparen, das ist eines der nächsten großen Fehlurteile, die jetzt in die Menschen hineingetrimmt worden sind. Und da sehen Sie auch, welchen Rückschritt es sozusagen auch beim ökonomischen Wissen geben kann. Nach der Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre und diesem schrecklichen Wahlgewinn der Nazis, auch infolge dieser Sache, wussten wir, dass man nicht wie Brüning damals, der Reichskanzler, eine sogenannte prozyklische Politik machen muss. Das heißt, die Ökonomie geht nach unten und dann spart der Staat noch und verschlimmert die Situation. Das darf man nicht machen, das wissen wir, müssen wir mal überlegen, das wissen wir seit 90 Jahren. Und jetzt, oder noch mehr, 95. Und jetzt machen wir den ganzen Quatsch nochmal und sparen in der Krise. Wir zwingen die Griechen, die Spanier, die Italiener, die Franzosen in der Krise noch zu sparen, das heißt, die verschärfen ihre wirtschaftliche Lage noch. Und das ist jetzt gar keine graue Theorie von mir, sondern so ist es ja auch gekommen. Man hat sparen wollen und hat dabei weniger gespart, als man gespart hätte, wenn man Gas gegeben hätte. Das ist der Hintergrund, ist einfach das einzelwirtschaftliches Denken von der schwäbischen Hausfrau oder von Herrn Schäuble übertragen wird auf eine Volkswirtschaft. Für die Familie Schäuble oder für die Familie Schulz in Erfurt gilt, wenn die beschließen am Jahresanfang, jetzt wollen wir 2000 Euro sparen und die Kinder machen keine Ferien mehr und dergleichen mehr, dann haben die am Ende diese 2000 Euro gespart. Beim Staat gilt das nicht, weil bei einer Volkswirtschaft, weil nämlich das Sparen die Rückwirkung hat, dass andere nicht mehr ihre Sachen verkaufen können, nicht mehr produzieren können und eine Wirtschaftskrise dann noch verschärft wird. Und das, auch das, wenn man sich das mal vorstellt, dass wir nach 95 Jahren, nach 90 Jahren ökonomisch schlechter denken, als wir das damals getan haben, dass so ein Wissen verloren geht, das ist das, was mich umtreibt. In der medialen Debatte wird ja immer vermittelt, na, wir zahlen für die Griechen. Also wir haben da Hilfspakete, Rettungspakete. Ich stelle mir mal vor, dass da große Pakete hingeschickt werden. Das ist, was medial und bildlich hängen bleibt. Ist das Bild komplett falsch? Das Bild ist halt deshalb falsch, weil wir im konkreten Fall gezahlt haben und damit wurden Forderungen von privaten Gläubigern abgelöst und es ist umgewandelt in öffentliche Forderungen. Das heißt, früher haben die Griechen das irgendwelchen Spekulanten geschuldet, jetzt schuldern sie es den öffentlichen Haushalten der EZB und anderen. Schon deshalb ist es falsch, dass wir den Griechen geholfen haben. Wir haben diesen Spekulanten geholfen zunächst einmal. Und dann ist es natürlich so, es stimmt ja schon, dass wenn ein Land nicht aus der Krise herauskommt, es aber seinen Staatshaushalt irgendwie bezahlen muss und dann wird geholfen, dann ist es schon so, dass wir in diesem Fall auch dem griechischen Staat helfen. Das will ich ja gar nicht leugnen. Ja?
Und das ist aber unvermeidbar, das ist eine Folge unserer falschen Politik. Das heißt, der Herr Schäuble müsste oder Frau Merkel müssten sich das angreifen. Sie sind die Verantwortlichen dafür, dass die Griechen nicht auf die Beine kommen. Sie sprechen von verheerenden Exportweltmeisterkurs. Rudolf Fickel spricht von Exportchauvinismus. Paul Krugman sagt ja auch, das Problem sind die Deutschen. Wie lässt sich denn das hinbekommen? Sie sagen, über einen längeren Zeitraum muss ein Leistungsbilanzdefizit ausgehalten werden oder hingenommen werden. Abgebaut werden. Abgewehrt werden. Also muss über den längeren Zeitraum müssen bei uns die Leistungsbilanzüberschlüsse abgeschliffen werden, verringert werden, gleich null oder Defizite. Wir müssen Defizite hinnehmen. Das heißt, wir müssen so teuer werden, dass wir nicht mehr so extrem viel verkaufen wie heute. Oder die müssen auf jeden Fall die Chance haben, auch zu verkaufen. Wenn man diese Forderung an Politiker, die auch sich mit Ökonomie beschäftigen, sagen, wieso sollen wir denn weniger exportieren, da gehen doch Arbeitsplätze verloren. Also wenn man sowas fordert, wird man doch häufig belächelt und ausgelacht? Das ist schon richtig. Ich habe gerade gestern Abend so eine Diskussion zu diesem Thema gehabt. Und da kommt ganz viel wirklich Chauvinismus zusammen. Da kommt im Grunde unterschwellig die Fußball-Weltmeisterschaft ins Spiel. Wir sind halt doch irgendwie einzigartig. Mir hat gestern Abend einer gesagt, ja, unsere Sachen sind halt begehrt auf dem Weltmarkt. Die sind begehrt zu den Preisen, die wir heute haben. Wenn diese Preise etwas angehoben würden, dann würden wir das eben nicht mehr so sehr verkaufen. Und dann würden die auch eine Chance haben. Und wir müssten allerdings parallel dazu bei uns die Binnennachfrage ankurbeln. Gehen Sie doch mal rum, fragen Sie die Kneipenwirt, fragen Sie den Einzelhandel, den privaten Einzelhandel. Die haben doch Schwierigkeiten, ihre Sachen abzusetzen. Die haben Schwierigkeiten mit ihren Gästen, weil sie nicht mehr, ja, die haben nicht so viel Geld, wie behauptet wird. Das ist ja auch eine dieser Propagandageschichten, als hätte jeder Deutsche massiv Geld in der Tasche. Das gilt für die Bereiche mit Exportwirtschaft. Also ich bin hier in der Südpfalz und wir haben hier das größte LKW-Werk in der Nähe und die Leute, die dort arbeiten, müssen zwar wahnsinnig hart arbeiten, aber die verdienen ganz gut. Und es gibt andere Bereiche wie Köln oder und München sowieso und Stuttgart, wo das ähnlich geht. Aber gehen Sie mal hier nur 40 Kilometer in die Westpfalz nach Pirmasens oder Kaiserslautern oder gehen Sie ans nördliche Ruhrgebiet oder gehen Sie in viele Bereiche in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen und in die Sachsen und da werden Sie eben finden, und Brandenburg, da werden Sie finden, dass es gar nicht so brummt, wie allgemein behauptet wird. Und da müsste es mehr brummen, da müsste auch mehr Einkommen ankommen, dass die Leute kaufen können und dann hätte unsere Industrie auch zu tun. Wir würden weniger exportieren, aber würden mehr im Inland tun und mehr verkaufen können. Es ist doch keiner der Ökonomen, die mir nahestehen, verlangt doch, dass wir weniger ökonomische Tätigkeit haben. Wir sollen weniger Export haben, damit endlich diese Eurozone gerettet wird. Kommen wir mal zurück zu dem Thema Propaganda, was Sie sagten. Sie schreiben ja in dem Leitartikel heute auf den Nachdenkseiten, es fehlt der ökonomische Sachverstand und dann kritisieren Sie die diesjährige Spiegel-Head-Geschichte und Sie sagen, der Spiegel-Titel ist ein würdiger Kandidat für die Manipulation des Monats. Wieso das? Ja, weil ja nicht der Tsipras der Geisterfahrer ist, sondern all die vorhin genannten Leute sind die Geisterfahrer. Mhm. Die falschen fahren auf der falschen Seite. Und Tsipras und seine Leute, das ist ja das Tolle, dass da plötzlich aus dem Nichts, wenn Sie so wollen, in einem Land ökonomischer und sonstiger Sachverstand versammelt worden ist. Und das ist das psychologisch Schwierige auch in dieser jetzigen Situation. Sie haben es bildlich gesehen, als Sie diesen Beauftragten des Euroraums, diesen Niederländer, Holländer, Dijsselbloem oder wie er heißt, als sie den neben dem griechischen Finanzminister gesehen haben. Ja, das war ein Häufchen Elend, verglichen mit dem Sachverstand dieses griechischen Finanzministers. Und dieser Vertreter von uns, der Vertreter des Euroraums, dem hat es einfach die Sprache verschlagen, weil der andere so viel mehr versteht von der Sache als der hier in Brüssel Hof hält. Ja? Und das ist ein psychologisches Problem für diese Leute, die wirklich Mittelmaß darstellen in Deutschland. Wir haben es im Deutschen Bundestag erlebt, da haben sie diesen SPD-Abgeordneten Dirk Becker reden hören
Der hat sich ereifert, dass wir doch der Exportweltmeister oder dass wir von den Exporten leben und dergleichen mehr. Und der hat überhaupt nicht verstanden, was der andere Kollege, nämlich von der Linkspartei, der Michael Schlecht, ihn gefragt hat. Wir haben diese Konfrontation von Mittelmaß und besserem Sachverstand jetzt auch im Falle Griechenlands. Und deshalb muss der Spiegel ja sowas titeln, weil er ja alles in sich hineinfressen müsste, abgesondert worden ist im Laufe der vergangenen 20 Jahre. Mhm. Das ist so viel Unsinn gewesen, gerade vom Spiegel Online, vom Spiegel, dass die sich natürlich schwer tun, wenn da eine junge Mannschaft kommt von Leuten, die etwas wissen, die nachgedacht haben, die Zusammenhänge durchschauen, die sich unter Experten umgesehen haben. Schauen Sie mal, diese griechische Regierung, die hat als Berater den großen amerikanischen Ökonomen James Galbraith, das ist der Sohn dessen, der die tolle Analyse der Weltwirtschaftskrise, über die ich vorhin gesprochen habe, geschrieben hat. Den haben die als Berater, das sind doch nicht nur irgendwelche verrückten jungen Leute, sondern das sind Leute, die viel nachgedacht haben und die sich vorbereitet haben auf diese Regierungsübernahme. Und wir sollten stolz sein, dass in der Demokratie sowas noch möglich ist und die anderen Europäer im Norden und von Finnland bis nach Deutschland und von Holland bis nach Österreich, die sollten endlich denen mal zuhören und ins Gespräch kommen, dann würden sie viel lernen. Abschließende Frage noch, die in den Universitäten habe ich ja das Gefühl, dass die Mainstream-Ökonomen das Sagen haben und kritische, heterodoxe Ökonomen, die eben eine andere Theorie haben, wie Sie sie beschreiben, gar nicht so richtig zu Wort kommen. Ist das auch ein Problem der Lehre der Ökonomen an den Universitäten in Deutschland? Das ist ein Riesenproblem, ohne dass wir das groß gemerkt haben. Also ich als Ökonom, ich habe halt anderes getan, ist in den letzten 30 Jahren oder 25 Jahren da eine Gleichschaltung geschehen, die ist unerträglich. Ja. Diese neoliberalen Ökonomen haben einfach dafür gesorgt, dass ihre Leute Professoren werden und andere wurden ausgebotet. Das ist für mich unvorstellbar. Ich habe mein Diplom in München gemacht, also in einer plötzlich konservativ regierten Region in Bayern. Und da war es dennoch möglich, dass wir eine Vielfalt von verschiedenen Wissenschaftlern in der Ökonomie hatten. Und das war schön, diese Pluralität und Liberalität und Toleranz zu haben. Und heute haben sie diesen Hans-Werner Sinn oder Raffelhüschen und wie sie alle heißen, oder den von der Industrie bezahlten in Köln, der als objektiver Ökonom immer dargestellt wird. Und das ist ein solcher Verlust an Pluralität und Kreativität. Pluralität hat nämlich viel mit, oder umgekehrt, Kreativität und schöpferische Kraft und kritischer Verstand hat viel auch mit Pluralität zu tun, dass man sich gegenseitig reibt und dergleichen. Und dieses Reiben ist ja weg bei den deutschen Universitäten und damit ist das Grundelement von Wissenschaft weg. Sagt Albrecht Müller, und wer dennoch sich reiben will und nachdenken will, sollte die Nachdenkseiten besuchen. Und da findet man auch den Artikel von Albrecht Müller, die mangelnde Qualität der führenden Leute in Politik und Medien, von Albrecht Müller auf den Nachdenkseiten. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke schön, Herr Roth. Tschüss.